Das ist eine gute Frage. 10 Punkte für Gryffindor. Habe ich gestern erst geguckt. Gryffindor? Ja, Harry Potter. Oder meinst du Harry Potter und der geheime Pornokeller? Nee, nicht der geheime Pornokeller. Ein Harry Potter Teil. Harry Potter, wie kann man das schrecken teilen? Ach, die gesamte Harry Potter Reihe war schon ein Meisterwerk, fand ich. Neben Herr der Ringe. Aber Herr der Ringe ging ja nur 3 Teile, außer wenn wir noch die Hobbit-Teile die dazu zählen, die ja die Vorgeschichte. Was du eigentlich machen kannst, weil es die Vorgeschichte ist. Ja. Und auch die waren geil. Ich bin fett. Oh Gott, ich komme noch gerade so weg. Ich kneif mir jetzt einen Kommentar. Na komm, sag's. Sag's oder ich werde diesen Dodo umbringen. Du wirst nicht mein Dodo umbringen. Ja, vor allem du visierst gleich sein an, das ist auch geil. Sag es, Schatz. Nichtsmacher, der Dodo Rex Junior. Ich töte ihn. Genau. Ich glaube, ihr mehrt genug Dodos rum, also der eine, der fällt auch nicht mehr auf. Ob wir auch mal das Glück haben, dass da urplötzlich ein Alpha Raptor hier rumrennt? Wahrscheinlich. Ich und Robert hatten immer das Glück, ne? Der ist dann dazwischen in so eine Ecke reingefallen. Und was konnten wir machen? Wir konnten wunderschön von der. Wer ist da gerade runtergesprungen? Das war ich. Gerade dabei wieder zurückzukommen, da sehe ich nur noch so einen Typen runterflacken. Bloß noch ein paar Geländer, dann ist das Lager fertig. Echt jetzt? Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen Stein mitgebracht. Nee, ist so richtig. Ich brauche das Material für die Geländer. Ich habe nämlich keine mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 793. Ja. Das okay. Dürfte reichen. Und zur Not, wenn wir es hier nicht mehr brauchen, müssen wir zumindest wo was finden. Dann kannst du ja dann mitkommen. Ja, dann kann ich euch auf den Sack gehen. Ist das nicht toll? Sack gehen? Hallo, das ist ein werbefreundliches Let's Play. Sprachlich dafür, dass ich euch auf die Nerven gehen kann. Nein, du hast gesagt auf den Sack gehen und das ist sehr, sehr Ü18. Ich will gar nicht wissen, was die Kinder da jetzt denken, wenn sie sich das angucken. Jo, ja, gucken ein, Kinder. Ich das schon einmal erzählt, der alte Uploader wird was eingestellt. Oh nein! Da muss ich ja wirklich alles vorbereiten jedes Mal. Ich finde den alten einfach so grottig. Ich finde den neuen so grottig. Ich finde den alten einfach richtig gut. Und das Schlimmste ist, man muss angeben, ob so Kinder so und nicht. Sagst du mit Absicht? Nein. Wegen diesen scheiß Copper-Gesetzen aus Amerika. Ach, deine Mutti-Gesetze nenne ich das jetzt einfach. Hör auf dem Mutti. Ich finde das halt so witzig, ne? Wir wohnen ja in der Nähe von Leipzig, also was jetzt die Merseburger betrifft. Und da passt das Lied einfach so hart dazu, auch zu uns. Okay, mein Inventar ist voll. Ich muss jetzt irgendwie hier rauskommen. Also was Leder betrifft, haben wir echt mehr als genug aktuell. Ich würde schon sagen, was schwimmt denn da hinten? Aber es ist nur eine Schildkröte. Ich dachte, ein Schild. Kein Scheißhaufen ist. Na, hör mir auf, ey. Hör mir damit ja auf, ey. Das ist zu ekelhaft. Das so, und zack, merkwürdig. Zack. Schieß los. Ich bin auf der Wasseroberfläche. Ich neige zu ertrinken. Was? Ja, das kapiere ich gerade selber nicht. Ich bin auf der Wasseroberfläche. Ich neige zu ertrinken. Dann neige in eine andere Richtung. Ja. Denke ich mir auch gerade so. So, ich muss gerade mal gucken. Wo konnte ich denn. Ah, hier. Hier steht immer. Hä? Wie weird. Warum sehe ich denn die Rezepte hier nicht? Auf der rechten Seite, was ich für die Gewehre. Was ich fürs Gewehr beispielsweise brauche. Weil du fürs Gewehr? Warte mal, habe ich das gelernt?
Kann das sein, dass ich das nicht gelernt habe? Also ich habe die Flinte hier. Wenn du es gelernt hast, dann wird es doch angezeigt. Ja, aber außer man hat es nicht gelernt. Also ich sehe die Flinte. Ja, ich guck mal gerade. Aber ich glaube, es kann auch daran liegen, dass Gewehr nicht dahergestellt wird, wo man es denkt, das Boss. Ja, doch, ich hab die Flinte und das Gewehr erlernt. Aber ich sehe das Rezept nicht, was ich genau brauche. Ich sehe nur, dass ich 20 Holz, 25 Leder, 95 Metallbaren. Hier haben wir sogar. Naja, ich will ja noch den Aufsatz. Ich will noch den Aufsatz noch lernen. Ich will noch hier. Deswegen gehen wir jetzt mal alle gemeinsam ein bisschen was suchen, was sich Kristall nennt. Ich komme hier nicht was raus. Denn? Hä? Wo bist du? Im Wasser. Wo genau? Unter der Holzbrücke. Bei der Schildkröte. Ja, komm mal mit. Geht nicht. Oder? Au! Ja, du musst hier lang. Und da bin ich doch gerade hergekommen. Moment, ich kann hier hoch. Was? Ich repariere mal erst meine Sachen. Heißt, bist du gerade voll? Kann das sein? Ja. Ja, der ist jetzt gerade extrem voll, Dude. Über diese Säufer. Also, sobald ich abgeladen habe, können wir los. Ich habe nämlich Metall geformt. Mission. Ah. Halber. So. Gut, dass wir eine Menge Metall aktuell haben, hä? Jetzt das meiste davon ist gerade weg. Allgemein, nicht Metallbarren. Achso. Aber was Schießpulver betrifft, das kann ich ja mal eben mal rausholen. Da bin ich gerade bei. Das Haus sieht Na, ich habe noch eine Menge. Das Holzhaus sieht scheinsinn. Ja, unser Holzhaus sieht einfach nur schäbig aus. Und das, was Scheiko hingebaut hat, ist so ein halbes. Das ist nur ein Lager. So. Ich stell grad Munition her. Die Flinte hast du aber noch nicht hergestellt, ne? Nee, doch. Ich sehe sie aber. Eine habe ich genommen, die andere ist noch drinne. Ich sehe keine zwei. Ach, da. Da bin ich. Wo soll ich denn das Metall hinlegen? In den Ofen? Einfach direkt in den Ofen rein, würde ich sagen. Okay. Ich hatte halt bloß nicht mehr genug Metall für eine dritte Flinte. Ja, jetzt haben wir 453. Ich kann man ganz. So, die ist hier auf den Tisch, du passt mal schön auf die. Pass mal schön auf die gelangen Dinger auf und du ebenso. Warte mal, Schatz, ich glaube. Okay, wir könnten noch. Wir müssen aber unbedingt gucken, dass wir bald Öl herstellen. Wo bist ein bisschen. Überleg gerade, also das Leder müsste dafür in den Ofen. Du sollst auch da auf das ganze Zeug hier aufpassen, ich koch dich noch schneller. In die richtige Richtung geht nicht. Na gut. Ja. Warum stehst du so weit am Rand? Du sollst doch in der Mitte. In der Mitte rum. Nein! Nein! Nicht so weit. ja, genau. Pass auf den Amboss auf. Moment, wer hat hier eine Flinte? Ich. Und ich. Aber wir machen dir dann gleich auch noch eine Flinte. Wir wollen jetzt erstmal Kristall sammeln gehen. Euer Inventar ist leer. Mann! Das ist doch das nötigste Zeug. Warum hab ich noch Werfen hier. Okay. Packst du erstmal hier hinten in ein paar Kisten rein. Ich werde dann im Lager mich dann um Sortieren kümmern. Das heißt, wir werden dann mal noch ein bisschen Holz und Fasern sammeln gehen. Schränke bauen, jede Menge Schränke. Also im Prinzip für jede Ressource kannst du so ein bis zwei Schränke schon einplanen. Ich würde zwei sagen. Gerade was Chitin betrifft, wenn wir dann zu dritt dann nochmal Chitin sammeln gehen. Und ich sag mal so, das Lager strukturieren wir dann hinterher sowieso nochmal um, wenn wir dann diese Metallteile haben. Die Tresore. So, warte mal, ich muss mir eben kurz nochmal Trinken eingießen. So, dann würde ich sagen, bist du bereit? Ich bin bereit und ich bin alle. Guck
Dann let's go. Ich weiß aber noch nicht, wo es lang geht. Ich hab nur meine Waffen und alles, was ich brauche. Die Munition hast du aber noch bei dir drin, oder Schatz? Ich hab die aufgeteilt. Och, toll, jetzt darf ich nochmal. Ja, die andere Hälfte ist jetzt nämlich noch da drin. Ja, außer die Agama hat die Munition geklaut. Welche Munition? Flintenmunition. Aber wenn du die hast, dann würde ich dir einfach meine Flinte geben. Ich guck mal eben. Nee, die ist hier. Abse. So, jetzt hole ich mir noch meine Flinte raus. Unsere Welt sieht so schön aus. Die ist so schön bunt. Und hat so viele Bäume. Und so viele Pflanzen. Und ich wäre geil. Aber Schatz. Was ich auch unbedingt herstellen will, ist noch eine Schrotflinte. So eine abgesägte Schrotflinte. Eine abgesägte? Hey, wo läuft die Schrotflinten sind voll cool. Und stark, ja. Ich hatte mal. Nahkampf habe ich da. Ja, wir müssen hier lang. Wo bist du jetzt? Folg einfach Shaikuor. Folg einfach dem Stern. Let's go! Weil ich keinen Club bei diesem Stern hat. Deswegen folge einfach dem Stern. Tatsache, du hast echt einen Stern. Hab ich einen Stern? Du hast keinen. Ich hab einen Stern. Zeig mal. Lol. Kann sein, dass ich dich zum Admin genannt habe. Hast du ja auch. Aber ich bin nicht der Admin, was aber unmöglich ist, weil ich ja der Kreierer dieses Servers bin. Wow, 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 wow. Terrazino. Das ist ein gutes Pakt hier. Der ist der ideale Sammler für. Sollen wir den betäuben und zähmen? Sollen wir ihn betäuben und zähmen? Warte. Hast du überhaupt Betäubungszeug bei? Alter. Ja, hab ich. Wo sind meine Pfeile? So. Da bist du. Hey Digi. Aufpassen, dass er nicht krepiert. Vorsicht, hier ist noch ein Trizi. Er wird immer schwächer. Hab ich ihn jetzt getroffen? Ich hab ihn wieder nicht getroffen. Ich lass mich von ihm schlagen, dann kannst du nicht. Musst du aufpassen, nicht, dass er stirbt. Ja. Hast du noch Betäubungspfeile? Ja. Ich hab sie vergessen. Wie kann das sein, dass du die vergessen hast? Hab ich gerade. Das Problem ist, wir müssen den betäubt kriegen. Ich hab noch 4 Schuss. Aber das ist leicht. Ich muss jetzt nur. Alle müssen nun treffen. Ich dachte, ich hätte einen Schuss habe ich noch. Hast du noch irgendwas, Schatz? Nein. Scheiße. Dann kriegen wir den auch nicht K.O. Dann müssen wir ihn erstmal töten, was anderes bleibt uns erstmal. Warte. Beschäftig dich mal. Okay, ich beschäftige. Ey! Lass uns einen Freund ihn hauen. Ich stelle nämlich einen Holzknüppel her, mal gucken, ob ich ihn wieder geknüppelt kriege. Ich glaube aber nicht. Jetzt bin ich echt am überlegen, ob ich schnell nochmal zurückgehe. Ich hier mit einer Keule. Der wird nicht benommen, das kannst du vergessen. Aber das ist normal, gerade wenn du ihn dann betäuben solltest. Willst du ihn ins Wasser locken? Ja, eigentlich nicht. Alter, der hat mir eine Keule kaputt gemacht. Dann müssen wir ihn töten. Dann tötet den, ich gehe so lange zurück und dann gehen wir wieder. Ah!
Ist ja aber allgemein etwas stärker, gut, 95, das ist aber auch nicht hoch. Eigentlich ist der Teratinosaurus von der Stärke gleichzusetzen mit dem T-Rex. Muss ich wieder außen rumlaufen, weil ich runtergefallen bin. Er ist tot. Jetzt kannst du mal bitte das aus dem Mörser das Betäubungsmittel mitbringen? Ich muss erstmal aus dem Wasser kommen, aber mach ich. So. Ich muss dann. Ach, aber weißt du was? Ich gehe jetzt auch nochmal kurz zurück. Flugsaurier. Nein! Ich hab mal die Krallen mitgenommen, ne? Immer fall ich rein. So. Sehr schön. War da echt noch eine Tasche drin oder was? Da lag noch eine Tasche, ja. Oh, die habe ich vergessen mitzunehmen. Alles gut, ich hab's eingepackt. So, dann gibt's da einen. Das Betäubungsmittel brauchst du nicht mitbringen, das hole ich mir gleich selber. Na gut, dann guck ich mal, wo ich mein Zeug in den Tisch habe. Ah, tatsächlich, ich hab's falsch gemacht. Ah. Ich habe meine Pfeile aus Versehen reingeladen. Wo rein? In meine Vorratsbox. In die Vorratsbox. Ach so. Deswegen habe ich die gerade nicht. Hi, da bist du. So, ich habe jetzt zumindest meine Pfeile. Wo sind die wo ist das Betäubungsmittel? Einmal bitte droppen. Wo bist du? Agame? Was? Ich habe es nicht geholt. Das Betäubungsmittel ist nicht mehr drin. Ist wahrscheinlich aufgebraucht. Unmöglich. Kann sein, dass ich das für meine Pfeile verwendet habe. Gerade eben? Bevor wir zu den Insekten los sind. Wie viele Pfeile hast denn du jetzt? Ich habe jetzt 21 davon. Ich suche gerade was anderes. Das könnte von der Menge her sogar hinhauen, wie viel wir hatten. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir so eine kleine Farm rankriegen. Auf jeden Fall. Da haben wir sie doch, die Betäubungspfeile. So, ich stelle gerade mal 6 Teile her. Ich habe ja, gerade die verbesserten Betäubungspfeile gerade gelernt. Dafür brauche ich einfache Gewehrmunition, 3-mal Narkosemittel und 2 Metallbarren. Warte, das Narkosemittel packe ich dir mal in die Werkbank rein. Ich habe noch ein einziges, aber ist zwar auch nicht super viel, aber besser als gar nichts, meiner Meinung nach. So, Keratin. Ist aber besser als gar nichts letztendlich, weil anders kommen wir jetzt erstmal nicht voran. Gut, jetzt erstmal wieder zurück. Ich will Kristall sammeln gehen eigentlich. Okay, dann gehen wir Kristall. Bevor es wieder dunkel wird, weißt du? Ich hasse es, wenn es dunkel wird. Ich guck mal, ob ich das hinkriege, wenigstens noch Dings herzustellen. Ein paar von den Betäubungsteilen. Ich glaube eher weniger. Wir haben zu wenig Nakrobären. Wir müssen echt gucken, dass wir so eine Art kleine Dings bauen. Kleine Farm. Aber da müsste ich mich mit dem Wassersystem mal auseinandersetzen. Apropos das Wassersystem. Das kann ich übernehmen. Das ist nicht das Problem. Schwieriger ist es eher dabei, in dem Fall erstmal die ganzen Rezepte zusammenzukriegen. Das ist kein Problem, weil. Weißt du, wie viele Punkte die Scheiße kostet? Du meinst die Ressourcen, meinst du? Nein, allein schon die Punkte für die Engramme. Das geht doch noch, ich habe über 985 über. Ich habe keine Punkte übrig. Na, du hast hier auch alle für die großen. Hallo? Ich kann die nicht entlernen, warum? Warte mal. Was denn? Ich kann keine Dings gerade erlernen, warum? Liegt das daran, weil ich jetzt die Controller-Steuerung drin habe? Daran dürfte es eigentlich nicht liegen. Na, ich würde lachen, wenn das jetzt echt der Fall ist. So. Also, wenn wir dann wieder auf dem Vieh treffen, was wir betäuben wollen, 2 Schuss habe ich. Das ist wenigstens etwas. Und ja, Dennis, das ist tatsächlich so. Ich muss mal ganz kurz den Controller ausschalten. Da habe ich ja hier die Möglichkeit dazu, theoretisch, in der Steuerung. Wo haben wir es denn? Audio, Grafik, Kamera,
Krönung, Entfernung, Umgebung.